Du hast auf dem Rückweg kaum an Ton gesagt. Kann es sein, dass du doch nicht so ganz einverstanden bist? Ich meine, ich habe ziemlich schnell Ja geschrieben. Nein, das ist schon okay. Für dich ist es wirklich okay, dass ich der Vater unseres Kindes werde. Wenn ich richtig drüber nachdenke, kann ich mir sogar gar nichts Schöneres vorstellen als so einen süßen kleinen Chrissy. Okay, aber du wirst unseren Sohn nie Chrissy nennen, verstanden? Abgemacht. Dann besorge ich uns mal zwei Sekt. Mach das, du super Papa. Suchst du was? Gläser. Da oben. Ah, Moment. Warum habe ich dich nochmal geheiratet? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich so super süß und so super sexy bin. Und einfach super bin. Das wird's wohl gewesen sein. Ja. Du brauchst nur dieses Ding hier. Ja. Wow. Christian, ich liebe dich. Wie sehr ist mir gerade wieder bewusst geworden. Und alles, was ich will, ist, dass du glücklich bist. Und deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Du wirst der Vater unseres Kindes. Dann gibt es nämlich zwei von deiner Sorte und das finde ich ziemlich gut. Und was ist mit dir? Ein Olli reicht. Das finde ich nicht. Ja, aber ich fürchte, diesmal wirst du einfach machen müssen, was ich dir sage, okay? Okay. Ich werde Papa. Du auch. Vielleicht wird das ja dann noch was aus unserem zwei Mann und ein Babytraum. Da bin ich mir ganz sicher. Du hast doch verdient, oder? Aber hallo. Mm-hmm.